Moin Leute und herzlich willkommen zu Sea of Thieves. Wir werden das neue Update spielen, Heart of Fire, und mit dabei habe ich die Crew, auf die ich jetzt gleich zeigen werde, den Lipid Man. Ja, moin, ich bin Steuermann und hoffentlich fliege ich nicht wieder raus, so wie früher immer. Den Chris Bro. Ja, moin. Der da. Und Svenjamin ist am Start. Ahoi. Und nun würde ich mal sagen, alle Mann an Deck. Hisst die Segel. Lichtet den Anker. Damit wir los können. So, ich stehe am Steuerrad. Ich mache hier gar nichts. Ihr sagt mir, wo ich langfahren soll. Bist du der Captain? Festgefällt beim Anker mit an. Du festgefällt beim Anker mit an. Ja, da sind doch schon zwei Leute. Ja, das dauert doch ewig. Ach ja, das war ja dieses Riesenschiff. Jetzt ist es doch geschafft. Auf nach Osten. Okay. Wo ist Osten? Gar kein Problem. Ich glaube, ich habe das bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr gespielt, ey. Ja, gar kein Problem. Aber meine Steuerskills habe ich natürlich nicht verlernt. Nie. Ich hoffe, so, Segel nach links, bitte. Ja, müssen wir da hinten... Was ist denn links? Backbordhäuser. Segel nach Backbord. Oder Luf und Lee. Bring die in den Wind, ja. Okay. Ich mach das vordere Segel. Wer kümmert sich ums hintere? Ich. Okay. Ist denn hier eigentlich noch was los bei Sea of Thieves? Gibt's da noch? Ja. Ja klar. Dadurch, dass das ja im Game Pass enthalten ist, spielen das auch dann welche. Gerade wenn Updates drauf sind. Ich hatte ganz vergessen, dass man ja als Steuermann so gut wie nie sieht. Also ich muss ja sagen, dieses komische leuchtende Lenkrad nervt schon ein bisschen. Ja, macht aber nichts. So soll es sein. Ein anderes hatten wir gerade nicht. Boah. Wir hängen ja ganz schön quer hier. Also du meinst, du kannst deinen Steuertyp-Job nicht mehr wahrnehmen? Doch, klar. Da beschweren sie sich nicht, Matrose. Also, ihr sagt mir, ne? Ich glaube, ich Osten. Bin auf Kurs. Ja, es ist Osten. Naja, so halb Osten. Wir fahren doch eher auf dieses komische Licht hinzu, oder nicht? Osten, viel mehr Osten. Okay. Da, so, ich werde angeln. Du musst halt tatsächlich nach Osten fahren. Naja, unterwegs, ne? Boah, hier einer die Grippe mit an Bord gebracht. Fahr mal rechts an der Inselfolie vorbei. Das rechts, ja. Halten wir uns fernab vom Gewitter. Man musste hier, ja immer schon gegenlenken, bevor irgendwas passiert, ne? Also bevor man tatsächlich... Hä, haben wir da vorne plötzlich auch so Harpunen? Ja, klar. Es hat sich einiges getan. Damit können wir dann Sachen aus dem Wasser ziehen oder andere. Nicht schlecht. Ja, Matrose Crispro, wie geht's Ihnen heute? Oh, sehr gut, ne, Captain. Gut gegessen? Aber immer. Das wollte ich hören. Ah, und ihr habt euer Familie. euer schönstes Instrument dabei. Absolut, das ist cool. Oh, warte mal. Wie, ach so. Das Spiel nur Ware hält. Tja, Leute. Also, wir wollen Heart of Fire spielen. Wir müssen erstmal zum Start kommen. Und das scheint da hinten zu sein. Hier Außenposten Marrow's Peak. Osten Thomas, übrigens. Kannst du das Abendessen, Benjamin? Yep. Steuermann. Der muss ja fürs leibliche Wohl sorgen. Osten? Ja, ich sollte doch rechts an der Insel vorbeifahren. Ja. Aber nicht wieder reinspucken, ne? Also da geht's hin. Nicht, wenn du brav bist. Immer. Ah, ich muss erstmal hier wieder, dieses Schiff ist irgendwie sehr sperrig zu bedienen. Vielleicht setzen wir auch mal wieder die Segel im Wind. Wie ist denn Wind? Wir haben Gegenwind, oder? Naja, Segel links passt schon. Es ist Gegenwind. So. Aber wir können die Segel mal komplett runterziehen. Zack. Zack. Passt. So, wo konnte ich nochmal... Irgendwo konnte ich doch auch auf eine Karte gucken, ne? Ja, hier drunten. Mitteldeck. Achso, ja, von hier konnte ich so durchgucken. Ah, sehr schön. Oh, der leuchtet aber. Ist der gesund? Keine Ahnung. Ihr sagt mir... Ich glaube, ich hab das so. Ja, pass auf, du fährst linker Hand am Crow's Nest vorbei. Ja, das und rechte Hand an dem Außenposten, der danach kommt. Als hätte ich das gewusst. Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Ja gut, ich würde mal sagen, sollte auf dem Weg nichts weiteres passieren, sehen wir uns vor Ort wieder, oder? Ja, würde ich auch sagen. Jo, bis dann.
So, Land in Sicht! Land in Sicht! Wo ist denn da der Steg, wo ich anlegen kann? Genau, du hältst drauf zu, der müsste da irgendwo sein. Wo sind denn hier meine räudigen Landratten? Wo sind die denn alle? Verstecken sich. Die verstecken sich alle. Wo ist der Chris, Bro? Der pennt hier oben an leider Deck. Leider Gegenwind. Oben an Deck pennt er? Ja, hier bei mir. Ja, oben. Das geht nicht. Moment. Ey, Chris, Bro! Ich hab nicht geschlafen. Angetrieben. Stellen Sie schon mal zum Hauptsiegel. Aber noch nicht einholen. Hauptsiegel. Ich werde jetzt eine schöne Kiel bis gleich. Machen, ne? Kleine Pause. Moment. Ja? Immer noch in Anfahrt auf die Insel. Aber Crispo steht schon am Hauptsiegel bereit. Es funktioniert alles nach Plan. Steuermann ist oben am Steuer. Und Svenjamin ist an Deck. Auch. Svenjamin ist auch. Immerhin Svenjamin ist auch da. Immerhin. Das Anwesenheit reicht. Also ich glaube, wir halten direkt auf den Steg zu. Wir haben noch ein paar Schätze uns geholt. Aber ich würde sagen, bevor die große Mission startet, Crispo, ich würde dir einmal zuprosten. Oh, alles klar. Moment. Prost. Erstmal schwer. Oh, der Prost, Kapitän. Prost, Steuermann. Was? Nee, kein Alkohol am Steuer. Oh, los geht's. Oh, der ist gut. Ich trinke den mal noch nicht ganz aus. Ich muss ja hier noch funktionieren, ne? Don't drink and drive. Ich trinke mal aus. Ich weiß immer noch nicht. Aber irgendwie schwankt das immer noch leicht. Ja, wir kriegen das schon hin. Sobald die Insel erstmal überhaupt in Sicht ist, können wir unser Segel einholen. Aber noch ist ja nicht so weit. Also ich möchte eigentlich wieder krass mit dem ganzen, mit dem Bug einmal am Steg entlang schaben, wie ich das immer so gut hinkriege. Ja, richtig. Dafür hast du den perfekten Kurs. Okay. Es ist ein langer Steg, der an der Insel entlang läuft sozusagen. Also wir müssen auch sozusagen das Schiff randrehen. Ja, das kann ich doch. Ich gucke mir das auf der Karte nochmal an. Da ist das doch eingezeichnet, oder nicht? Nö. Ach doch. So. Ah ja, ja, alles klar. Na, mache ich euch, gar kein Ding. Hauptsegel einholen. Kapitän, das Hauptsegel ist irgendwie verschwommen. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber ich habe meinen Job trotzdem erledigt. Ja, ich habe mal mitgeholfen. Na, so. Ich würde sagen, wir sind noch ein bisschen zu schnell. Hier, ja, werden wir wieder nicht. Machen wir das vordere Segel auch noch ein. Aber wir haben schon ordentlich Fahrt verloren. Naja, ist richtig. Ich ziehe das mal auf halb, dann hast du auch ein bisschen bessere Sicht. Kapitän, die Hexe sagt, ich muss nüchtern werden. Ich hol nochmal einmal Wasser, ja? Habe ich schon gemacht. Achso, das Fass ist auch fast leer. Müssen wir mal am Hebel ziehen hier. So, lautlos gleitet die Palomino durchs All. So, dann ziehen wir mal das vordere Segel ganz ein und nehmen den letzten Schwung aus dem hinteren Segel mit. Sven, nimm mir noch einen Anker, bitte. Ich bin am hinteren Segel. So, dann drifte uns mal da ran. Das vordere Schiff kann ja locker dran vorbeifahren. Das ist zu früh. Wer zieht den Anker? Oh, sorry. Ach nö, ist nicht zu früh. Kannst den auch aufhalten übrigens. Du musst den nicht durchfallen lassen. Alter, ich hätte das viel zu früh. Ich hätte das perfekt. An den Anker heißt nicht, setz den Anker. Na okay, egal. Dann los. Ich hätte das perfekte Anlegen. Dazu kann man sich echt nicht verlassen. Hallo? Wir sind doch direkt neben Steg. Ist doch alles gut. Suche neue Besatzung. Vielleicht gibt es hier in der Taverne eine neue Besatzung. Also ich finde, zwei von drei Besatzungsmitgliedern haben exzellent performt. Was? Ja. Ich und Chris Blue. So, hier sind wir falsch. Ich wollte nur mal gucken, was der Laden so hergibt, aber wir gehen jetzt hier hoch. Chris Blue dabei. Wir müssen da ganz hoch übrigens. Muss ich da auch mit irgendwem reden? Klar, das ist Storytime. Du willst dir das so angucken. Ach so, ja, unbedingt. Los, Leute, ich kann es kaum erwarten. Ja, wir sind schon ganz tief unter Tage. Hier, rein in den verbrannten Papageien oder so. Chat. Ja, okay, hier abstimmen bitte für diese geile Seefahrt. Herz aus Feuer. Die Gerüchte über nur das Ritual verdichten sich. Grace Marys Lock bringt doch erstmal die Story. Ja, die kommt jetzt doch. Das war nicht, das war die Spieluhr. Na, was muss ich machen? F drücken, R drücken? Ja, ist schon. Läuft. Ist schon. Sie redet jetzt gleich mit uns. Siehst du? Ach, da bist du ja. These are dangerous times if the stories of pirates releasing Captain Flameheart are true. Alter, der heißt ja gar nicht klischee-mäßig. I mean, they used to say Flameheart lived for battle and bloodshed. Last time he was around, he nearly brought the Sea of Thieves to its knees. No one could stand up to him. Then one day,
He simply disappeared. Still, not everyone's afraid. There are those of us, like Captain Pendragon, who are working to find Flameheart and stop him before he can regain his former strength. Since you're here, I assume that means we can count on you for your help. When we know more, we'll be in touch. In the meantime, do me a favor and take that journal back to Grace, would ya? She's always leaving it lying around. Die steht vor der Taverne. Dann wollen wir doch mal dahin gehen. Is that my journal you're carrying? Don't tell me I left it behind again. Alter, was ist mit ihr? Sie hat zu viel Pflaumensaft getrunken. Hat die Reißzähne? Und Pflaumensaft. Und ihre Kleidung brennt. Chef, ich hab Angst vor der Frau. Oh Gott! Tallulah told me she'd send for pirates who wouldn't shy away from Alter, Bob, der deine Bartfriese. Das ist vielleicht Joshman. Vielleicht ist das Joshman. Hallo Joshman. Hallo Joshman. Das ist Future Joshman, wenn Joshman so einen richtigen Bart hat. Stitcher Jim must have taken them to use in his vile ritual. Did you say Stitcher Jim? Yes, the same wretch who freed me from my painting and deceived me into unleashing Flameheart. Oh no. Not that I knew his name at the time, of course. They say he used to serve the gold hoarders, but it seems he's changed allegiance once again. Oh, trust me. I know who Stitcher Jim is. If he's working for Flameheart, we're all in trouble. Where is your crew now? Rumors say he confronted them with an armful of dark relics and bound their spirits into some kind of cursed chest. Madame Olivia believes he might try and use its power to summon an Ashen Lord to the Sea of Thieves. Ashen Lords? I've heard the stories and those are bad enough. It seems Flameheart needs to rebuild his army, and he's using my crew to do it. We must recover that chest from Stitcher Jim, whatever the cost. I've always used my journal to keep track of Jim's whereabouts. Take it with you and use it to hunt him down before it's too late. Okay, also, das ist die Story dieses Mal. Ihr habt das unter E, könnt ihr euch das schöne Buch angucken. Könnt ihr es euch vor die Nose halten und dann könnt ihr mit E und Q hin und her blättern und euch das Buch durchlesen. Aha, also, klar. Das Logbuch des Gebündnisses des einsamen Ufers und sein Verrat durch Stitcher Jim. Tag 1. Das Bündnis des einsamen Ufers ist gegründet. Heute schließen Ruby, Thatcher, Jim und ich mit Grog an, bevor das Bündnis in See sticht, um unbekannte Gewässer hinter dem Schleier zu erkunden. Tag 12. Wir haben etwas hinter dem Schleier entdeckt, eine heiße und lebensfeindliche Umgebung, die wir Devil's Roar getauft haben. Jim hat ein Kästchen wundersamer Geheimnisse gefunden, das halb im Sand vergraben war. Wir haben es sicher an Bord in unserer Kabine verstaut. Ein heißes und erbarmungsloses Land. Ein paar lustige Seefahrtssymbole, voller Gefahren und Risiken. Ein paar Fallen. Tag 52 mit Pflaumensaft. Wir werden verraten, vergiftet vom Biss einer Ratte namens Stitcher Jim. Dieses Kästchen mit Geheimnissen hat ihn korrumpiert. Ich hätte das kommen sehen sollen. Ruby, Thatcher und ich bete für eure Sicherheit. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich nach euch und dem Bündnis suchen. Tag, keine Ahnung was, ich kann nicht zählen. Ich irrte umher, verlief mich und vergaß zu lange. Ich habe heute mein Schiff verloren. Es ist auf dieser Insel gekentert, die letzten Reste des Bündnisses des einsamen Ufers in Trümmern. Ich muss hier Zuflucht finden. Nicht länger allein. Das ist die Taverne hier. Morrow's Peak wird als Sinnbild für alles stehen, was Ruby, Thatcher und das Bündnis wegen, danke fürs Verkaufen in meinem Bild, wegen der Ratte Stitcher Jim durchmachen mussten. Ein Albtraum. Ich hatte wieder den Traum. Ich stand zusammen mit Ruby, Thatcher und dem Rest des Bündnisses um diese verdammte Kiste herum, nur dass es dieses Mal nicht Jim war, der hineinsieht. Ich bin derjenige, der den Deckel öffnet. Die Kiste ist leer. Nein, mehr als nur das. Wo ihr Boden sein sollte, ist stattdessen ein Loch, als würde man in einen Abgrund blicken und darin Flammen. Endlos sengende Flammen. Puh, das ist ein echter Walzer. Der Preis der Gier. Die Ratte ist hervorgekrochen. Ich habe letzte Nacht erfahren, dass Stitcher Jim in den Wilds sein soll. Man sagt sich, er sei verliebt. Unmöglich. Dieser Kerl liebt nur sich selbst. Wenn sich diese Ratte irgendwo verkrochen hat, dann in seinem alten Versteck. Auf Liar's Backbone. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Vielleicht schicke ich ein paar Freunde los, um ihn zu finden und vielleicht werden sie bewaffnet sein. Okay, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Liar's Backbone und wenn die Insel... Chris, Bro! Du warst das keine... So, achso, ich hätte vielleicht jetzt noch musikalisch... Also, sobald Liar's Backbone in Sicht erscheint, wird diese Crew sich der neuen Aufgabe annehmen. Insofern, bis gleich, ne? Yo.